Es ist kurz vor 10 Uhr am Sonntag, den 28. August, am Strand von Hohenwieschendorf. In weniger als 2 Stunden startet das 28. Wismar-Buchtschwimmen. Bevor es jedoch soweit ist, sind Vertreter aus lokaler Politik und Vereinen zusammengekommen, um die Sportlerinnen und Sportler zu begrüßen und sich bei der DLRG Bezirk Wismar und deren Helfern zu bedanken. Unter ihnen ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen, Jan van Leeuwen. Er ist selbst vor Jahren schon einmal den kleinen Kurs Rundanleger mitgeschwommen. Heute möchte er sich bei den Organisatoren bedanken und das Engagement loben. Denn eines ist klar, Sport ist gesund. Ein neuer Nebeneffekt, man kann auch zuschauen. Und so haben Sportveranstaltungen wie das Wismar-Buchtschwimmen auch immer einen Nutzen für die Gemeinde. Also ich finde generell ist jede sportliche Veranstaltung erstmal gut und wir entwickeln uns in der Gemeinde mehr und mehr zu so einer Art Sportgemeinde. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, wir haben viele Angebote und es wird immer mehr. Und dies ist halt eine tolle traditionelle Veranstaltung. Das nächste Event wird das Sommerbiathlon sein in Beckerwitz. Dann werden wir im Frühjahr wahrscheinlich aller Voraussicht nach ein internationales Reitturnier hier haben. Zwischendurch finden immer Golfturniere statt. Und ja, ansonsten ist hier Segeln, Schwimmen, alles Mögliche möglich. Also es ist eine ganze Menge, was hier stattfindet. Und es entwickelt sich in Richtung Sport richtig gut. Nun aber hopp! Zuerst startete der Wettkampf für die Kleinsten. 8 Kinder nahmen hier teil. Weiter ging es um 11 Uhr mit dem Start Rundanleger. Dieser Rundkurs ist für all diejenigen gedacht, die einmal reinschnuppern wollen. Hier kann das Können auf 1000 Meter getestet werden. Aber nun zur Königsdisziplin, den Wettkampf der 3,5 Kilometer langen Strecke von Bangern auf Pöhl nach Hohenwieschendorf. Die Bedingungen waren gut an diesem Sonntag. Milde Wassertemperaturen von 20 Grad, Sonne, eine Windstärke von 3 Beaufort abnehmend bei Nord-Nordwest. 117 Schwimmer haben sich der Herausforderung gestellt und gingen an den Start. Also der Start ist dieses Jahr sehr gut gelaufen. Alle hatten auch ihre Badekappen auf. Rescue haben sie alle umgehabt, habe ich nochmal kontrolliert. Ansonsten ja, gab es immer so ein bisschen Orientierung oder gibt es Orientierungsschwierigkeiten und sie sollen ja immer zur ersten Boje, die erstmal anschwimmen und wir haben ja jetzt gerade gesehen, die ersten sind schon abgedriftet, ne? Und das Feld hat sich ganz weit auseinandergezogen, aber ansonsten Start super gelaufen. Alle haben mitgemacht, keiner hat irgendwie groß noch irgendwelche ja, Sachen nicht mitgebracht und einer hatte seine Badekappe vergessen, ich hatte aber noch eine, habe ich ihn gerettet, sonst hätte er nicht mitschwimmen dürfen. Um den Wettkampf abzusichern, haben die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler vom DLRG Bezirk Wismar sowie viele weitere Freiwillige eine atemberaubende Manpower zusammengetrommelt. Oberstes Gebot: Sicherheit der Schwimmerinnen und Schwimmer. Für Mike Spangenberg und sein Team bedeutet das, entspannen ist erst möglich, wenn alle Teilnehmer auch wirklich im Ziel sind. 37 Boote und SUPs sichern das Feld ab. Immer ist mindestens ein Rettungsschwimmer mit an Bord. Aber auch auf der Landseite wird tatkräftig unterstützt. Oder, Mike? Also da haben wir sehr zuverlässige Partner. Sei es THW, sei es der Kreissportbund oder Stadtjugendring. Alle unterstützen uns da tatkräftig. Die Freiwilligen Feuerwehren, Neuburg, auch hier aus Wieschendorf, die Freiwilligen Feuerwehren. Also da können wir immer mit tatkräftiger Unterstützung rechnen. Und insofern macht es das natürlich relativ einfach. Ja?
Aber die Herausforderung ist natürlich immer wieder, die Leute auch zu motivieren. Aber auch da bekommen wir große Unterstützung von unseren Ortsgruppen. Deshalb sind hier auch ganz viele Rettungsboote von den anderen Ortsgruppen aus MV da. Und da freuen wir uns auch immer, dass sie aktiv mit uns oder mit dabei sind und uns unterstützen. Jetzt ist aber die Frage, wer hat das Rennen gemacht und vor allem in welcher Zeit? Mit großem Abstand konnte Justin Kaps, ein Leistungsschwimmer aus Berlin, das 28. Wismar-Buchtschwimmen für sich entscheiden und holte Gold. Seine Siegerzeit 50 Minuten und 32 Sekunden. Aber eines muss am Ende auch ganz klar gesagt werden. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner ist hier jeder Teilnehmer. Denn sich dieser Herausforderung zu stellen, erfordert vor allem eins: Respekt. In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf die 29. Ausgabe des Wismar-Buchtschwimmens.